Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ich habe heute für euch wieder Kaffee und Make-up, ein Schminkvideo. Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust drauf. Wenn dem so ist, gebt doch meinem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir was Liebes in die Kommentare. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert auch sehr, sehr gerne meinen Kanal, um keine weiteren Videos von mir zu verpassen. So, ich werde mir mal ein bisschen die Haare zurückmachen. Ich habe bis jetzt Hautpflege und Sonnenschutz drauf. Ich habe gestern meine Haare lufttrocknen lassen. Ich wollte euch das mal zeigen, so sieht das dann aus. Das sind meine natürlichen Wellen, wenn ich meine Haare lufttrocknen lasse. Und wie ihr vielleicht sehen könnt, das ist immer das, was ich meine. Hier vorne ist jetzt, das ist ausnahmsweise, es kam vom Schlafen, aber hier vorne in der Strähne ist absolut, und hier auf der Seite ist das auch so, die sind total glatt. Und das geht dann ab hier, geht das dann los mit den Wellen. Und hier vorne hält auch wirklich kaum eine richtige Locke. Außer wenn ich das jetzt so mit meinem, hier von Philips mit dem Curler da mache. Dann kriege ich so eine leicht, aber das hat hier also nichts mit diesen Dingern hier zu tun. Ne? Und dann, das sieht, ich mache mir auch gleich irgendwie die Haare zusammen. Also das sieht dann alles, wenn ich die Luft trocknen lasse, das mache ich äußerst selten und ungern. Ne? Weil man sieht, wie das dann aussieht. Leider nicht so schön. So, ich will mich ein bisschen fertig machen mit euch. Ich habe jetzt auch heute, ehrlich gesagt, kein spezielles Thema. So, ich will auf jeden Fall hier meine Make-up-Tasche ist wie immer am Start. Ich will mir das mit euch weiter aufbrauchen. Wie gesagt, ich habe gerade noch meinen Sonnenschutz aufgetragen. Deswegen lasse ich das jetzt mal mit dem Primer. Es halten übrigens sehr viele professionelle Make-up-Artisten halten Primer für unnötig, wenn die Haut darunter gut gepflegt ist. Ja, kann sein, dass es unnötig ist. Ich meine, ich für meinen Teil, ja, ich benutze wahrscheinlich viele Produkte, die theoretisch unnötig wären, aber ich bin ja kein Profi und bei mir kommt es auch immer so ein bisschen darauf an, wann schminke ich mich und wann habe ich die Hautpflege aufgetragen. Wenn ich jetzt natürlich die Hautpflege gerade eben erst gemacht habe, so wie heute, dann ja, kann der Sonnenschutz auch durchaus als Primer dienen. Man muss natürlich auch immer so ein bisschen darauf achten, ne, ob der sich mit der Foundation verträgt, wenn das jetzt natürlich ein Sonnenschutz ist mit viel Öl drin und man hat halt eine wasserbasierte Foundation, dann kann das immer schon mal sein, dass sich das Ganze nicht so gut verträgt. Genau, und jetzt, da ich das gerade eben erst aufgetragen habe, reicht mir das dann heute mal. Ja, wahrscheinlich, es gibt garantiert viele Produkte, die man nicht wirklich unbedingt braucht, aber ja, wie viele Sachen im Leben nimmt man, macht man, obwohl man sie vielleicht eigentlich gar nicht so wirklich braucht. Ne? Ich meine, wäre schön, wenn man immer nur das machen würde, was man tatsächlich nur braucht. Da würde man eine Menge Geld sparen. Aber manche Dinge, finde ich, sind auch einfach so fürs... ja, keine Ahnung. Mir tut das gut. Ich finde das schön, wenn ich meinen Primer benutze und... ja, deswegen mache ich das auch einfach, wenn ich der Meinung bin, dass... Und ich bin ja auch kein Profi, ne? Ich schminke auch eher selten mal andere Leute. Und auf meinem Gesicht mag ich das einfach sehr gerne. Ach, und ich bin ja immer noch total... Das ist wirklich so von den Creme-Produkten... mein Favorit, das ist hier von Charlotte Tilbury, die Contour Wand. Ich habe da Fair Medium ist die Farbe. Die könnte theoretisch noch ein bisschen kühler sein, aber um jetzt wirklich richtig zu konturieren, aber trotz, also wenn man die ausblendet, finde ich die ist echt richtig, richtig schön. Ich nutze auch nicht jetzt noch zusätzlich irgendwie dann ein Bronzing-Produkt oder so. Also das ist dann quasi alles in einem für mich hier, ne?
Und ich finde, das lässt sich immer wunderschön ausblenden. Manche Sachen lassen sich echt nur so sehr, sehr fleckig ausblenden. Manche Sachen verschwinden dann einfach so im Nichts. Aber damit bin ich hier eigentlich immer richtig zufrieden. Ich versuche das immer so nach oben hin zu verblenden, damit das Ganze halt auch so ein bisschen, ne, einen Lifting-Effekt hat. Hier auf der Nase mache ich das so mit den Fingern, dass ich dann so rechts und links am Nasenrücken entlang fahre und wenn auch, ne, so nach unten hin verblenden. Genau, und hier habe ich auch immer noch meinen Blush, auch von Charlotte Tilbury. Den mag ich auch mega, mega gerne. Eigentlich würde ich damit auch gerne ein bisschen sparsamer umgehen, aber ich habe durch dieses Puffelchen, was da vorne drauf ist, habe ich ein bisschen Angst, dass mir das schlecht werden könnte. Zur Not müsste ich das abmachen vielleicht, bevor ich das Produkt dann aufgebraucht habe. Aber ich würde das auf jeden Fall nachkaufen. Also das ist so von den flüssigen Geschichten auf jeden Fall mein Favorit. Ja, ansonsten, wir haben ja jetzt, wenn ihr dieses Video seht, haben wir schon Mitte April, Ostern ist vorbei. Jetzt im Moment haben wir Anfang März. Ich bin ja ein bisschen im Vorlauf mit diesen Videos, damit ihr aber auch immer, man weiß ja nie, es ist mir ja schon ein paar Mal passiert, dass was dazwischen kommt. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen weiter so im Vorlauf. Ich hätte natürlich auch genug Videos im Moment, um noch öfter hochzuladen. Aber ich belasse das jetzt tatsächlich erstmal bei meinen Mittwochs-, Freitags-, Sonntags-Videos. Jetzt kam in letzter Zeit ab und zu mal ein paar, die Verlosung habe ich so samstags gemacht. Und ja, dieses Kaffee und Make-up, wenn es zu viele werden, mache ich, da schiebe ich da noch ab und zu mal noch einen Dienstag mit ein, damit ich jetzt nicht irgendwann Monate da im Vorlauf bin. Aber jetzt im Moment geht es noch. So, jetzt war ich gerade durch einen Anruf unterbrochen worden. Aber ich glaube, ich war ja bei den Videos, ne? Wie ich das so handhaben möchte. Genau. Ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Ihr hattet mich auch mal gefragt. Also wie gesagt, ihr könnt auch wieder Fragen. Wenn ihr Fragen an mich haben solltet, könntet ihr die auch wieder unter diesem Video stellen. Dann kann ich wieder auch ein... nicht nur Kaffee und Make-up, sondern auch, es ist ja auch immer / Fragenfreitag, ne, machen. Könnt ihr mir gerne, falls ihr Fragen an mich habt, könnt ihr das sehr gerne hier auch drunter schreiben. Das greife ich dann immer auf und dann habe ich wieder was ich euch beantworten kann. Genau, so, was steht jetzt, was haben wir in der nächsten Zeit, was steht jetzt noch so an? Ja, wenn ihr dieses Video gesehen habt, dann ist schon einiges wieder, ja, das wird jetzt eins der letzten Videos sein. Also jetzt haben wir ja März, das heißt, diesen Monat habe ich die, jetzt habe ich zwei Boxen, die ich gezeigt habe. Ich habe dann, ist auf jeden Fall die Glossy Box wie jeden Monat und jetzt ist die InStyle Box wieder dran. Ich werde mir die jetzt diesen Monat mal anschauen und dann werde ich mir überlegen, ob ich die noch weiter im Abo lasse oder nicht. Das werde ich mir, muss ich mir aber allerdings gut überlegen, weil ich habe die jetzt schon zweimal gekündigt und dann wieder zurück ins Abo genommen, was bis jetzt nicht so schlimm war, aber die ganzen Beauty Love Boxen, das ist ja alles eine Firma, die haben ja, also da gehört ja InStyle Box, Luxury, Brigitte, Pink Box und Barbara Box dazu. Das ist ja alles unter der, gehört ja alles zum Beauty Love Unternehmen oder zu Beauty Love GmbH. Und die haben ja alle die Preise der Boxen um 5 € erhöht.
für Neukunden, ne? Und ich bin ja dann noch Bestandskundin. Die hat bis jetzt immer 29,95 gekostet für, also die kommt halt, wie gesagt, einmal alle 3 Monate, die kommt 4-mal im Jahr. Also sollte ich die kündigen und sollte mich dann doch irgendwann nochmal wieder dazu entschließen, dass ich die doch noch haben möchte, würde ich mich dann wahrscheinlich ärgern, weil dann würde die, mein Jahr 35 Euro kosten. Ja, und das ist natürlich, wäre dann ärgerlich, aber ja, müsste ich mir da mal überlegen, weil wenn ich die dann kündige, dann glaube ich, ja, für immer. Welche Box sich auch so ein bisschen erholt hat, finde ich, ist die Goodie Box, die habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, also da haben sie jetzt nicht mehr nur so Reste drin, obwohl ich so das Gefühl habe, die wird auch nicht mehr ganz so oft gezeigt irgendwie. Also man sieht, ne, die Kooperationspartner, die haben die immer die Welcome-Box. Das ist ja auch die, die man als erstes bekommt. Ja, die habe ich ja damals gekündigt. Letztes Jahr im Mai hatte ich da, glaube ich, die letzte. Da habe ich die gekündigt, weil die echt schlecht geworden war. Also da waren nur noch irgendwie auch Sachen drin, die man schon hatte und die hatte sich gar nicht mehr gelohnt. Also die hatte mich echt ein paar Monate hintereinander enttäuscht und nee, dann dafür war es mir dann auch zu teuer. Und das haben aber alle gesagt. Also ich glaube, in der Zeit haben ganz, ganz viele gekündigt. Die hatte wirklich abgebaut, als ob die nur noch so ihr Lager leer machen wollten. Und dann haben wir auch erst gedacht, da ging ja so ein bisschen das Gerücht um, dass die nicht mehr lange machen würden und so. Ja, aber es gibt sie immer noch. Scheinbar haben sie sich wieder bekrabbelt. Was mich da aber ziemlich nervt, ist ja diese lächerliche Energiepauschale von 1,63 Euro. Ganz ehrlich, die Energiepreise haben sich mittlerweile überall wieder, sag ich mal, erholt. Egal mit wem ich so gesprochen habe aus meinem Bekanntenkreis, fast jeder hat Strom- und Gasrückzahlung bekommen, weil die alle unnötig ausgerastet sind und da mehr verlangt haben. Und letztendlich war es alles dann doch gar nicht so. Da sind ja manche Anbieter, sind da ja richtig steil gegangen. Ja, und deswegen, was soll eine 1,63 Euro nehmen, die, glaube ich, 1,63 Euro Energiepauschale. Finde ich lächerlich. Finde ich echt lächerlich. Dann sag doch einfach, du machst eine Preiserhöhung um, weiß ich nicht, 2 Euro, aber versteck dann nicht, kündige deine Box nicht weiter für 19,95 an und dann kommt da ganz klein, ja, plus Energiepauschale von 1,63 Euro oder was. Das finde ich lächerlich. Na gut, wenn mir jetzt irgendwas wirklich gefällt, würde es jetzt nicht an 1 Euro noch was scheitern, ne? Aber naja, ich habe auch im Moment wirklich noch die Schränke voll. Und die Goodiebox, die ist ja sowieso eher pflegelastig. Und oh, ich weiß noch nicht, was ich mit meinen Haaren machen soll. Also die gefallen mir heute überhaupt nicht, weil die so, das mag ich nicht. Meine Mama sagt immer, oh, das ist so schön, lass das einfach mal so. Oh, ich mag das überhaupt nicht. Ich finde, das sieht einfach komisch aus. Aber gut, müsst ihr jetzt heute durch. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, ich habe die Schränke ja voll und ich habe ja immer noch die Sache mit, dass ich ja ganz, ganz viel von Stylevana halt einfach immer mal wieder was im Monat von denen bekomme und halt auch selber da ganz viel kaufe. Ich bin total der koreanischen Hautpflege einfach verfallen und ja, das heißt deswegen, wenn mal so was in Boxen drin ist, ich mag ja auch Elemis ganz gerne und so, da freue ich mich, das nutze ich auch mal so zwischendurch oder mal eine andere Augencreme oder so. Aber was echt so die normale Pflege angeht, vom Toner, Reinigung angefangen bis hin zum Sonnenschutz, bin ich da echt total der koreanischen Hautpflege verfallen und fühle mich damit sehr, sehr wohl. Meine Haut fühlt sich damit sehr, sehr wohl. Und genau, ihr Süßen, ich habe jetzt heute wirklich, ich habe keine Lust auf Lidschatten. Ich gehe jetzt gleich nur noch zum Reiten. Das Wetter ist heute auch nicht so bombastisch und genau, das ist jetzt sowieso einfach fürs Pferd, brauche ich mich eigentlich sowieso nicht zu schminken. Ich mache das immer nur so für mein eigenes Wohlbefinden, weil ich heute, wie ich fand, wieder sehr, sehr müde aussah.
Genau, ihr Süßen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, habe ich alles schon gesagt. Ne? Abonniert gerne den Kanal. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.